Mal gucken, ob ich das hinkriege. Genau, das fand ich von weitem. Man könnte hinten das Beet ja als Staudenbeet bezeichnen oder Zierpflanzenbeet. Aber ich zeige euch jetzt mal, was da drin steht. Ja, das ist jetzt das große Staudenbeet mit den verschiedenen Cannabispflänzchen drin, die als Zierpflanzen irgendwann mal eine Anerkennung bekommen sollen. Ja, wir haben hier die Violetta stehen. Da stehen ein paar Freaks, da oben ist die Blackie. Eine besonders ertragreiche Sorte. Da lässt sich eine Trinidad Gold einfach so hängen. Aber auch schön mit gelben Buds drin. Die sind natürlich immer lecker. Ne? Hier die Freakshow, die muss jetzt bald mal abgeerntet werden. Ich habe mal die Hauptbuds rausgenommen, die waren aber auch noch nicht reif. Die waren ein bisschen luftig. Dann habe ich hier Zitrone stehen. Oder Limette. Hier steht eine Kiwi, selber aus dem Samen gezogen. Dann hier das Kraut, hier, was hier auch ziemlich wuchert. Das ist die Gewürztagetes oder Riesentagetes. Hier habe ich also Größen bis 2 Meter. Da hinten kann man noch ein bisschen was von der Blacke sehen, wie dunkel die ist. Ja, und hier steht eine Violetta Opalo Selektion. Schöne bunte Buds. Bildet natürlich auch ein super Aroma. Ne? Ah, das sieht schon geil aus, der Bad hier. Ne? Hier steht noch einer. Ja, insgesamt ein paar bunte Buds dabei. Und man sieht auch immer wieder ein Raupenfraß darunter. Hier mache ich hier nichts dran. Ich lasse die einfach. Meistens ist es so, dass die dann mehr Harze produzieren. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. Aber was übrig bleibt, das ist immer noch genug. Hier steht eine kleinere Version. Die sind zwar richtig aus der Füße gekommen, aber. Ist auch ein schönes buntes Teil. Und hier, die hat das richtig erwischt. Hier sind Raupen dran, die fressen hauptsächlich aber die Blätter. Die Topsi sind denen anscheinend schon zu harzig. Aber hier sieht man gut, die hat kaum noch Blätter, das Teil. Ich hoffe, die Harze kann man ein bisschen erkennen. Lässt sich auch ganz anständig hängen. Aber wie gesagt, noch mal kurz durch hier. Ich nichts vergessen habe. Ja, da ist die Hexe gerade hinten rum am Kotzen. Das hört sich natürlich super an, wenn man hinten ein Video dreht. Ne? Zitrone fängt jetzt auch an zu blühen, an, die riecht auch ganz deftig. Ja, und so von der Freakshow. Ich muss da langsam mal die Schere ansetzen. Hier sieht man so deutlich den Raupenverbiss. Und wenn es jetzt ein bisschen feuchter ist, dann fängt das natürlich schon zu schimmeln an. Ne? Das wäre natürlich schade drum, aber ich würde sagen, die ist antreif. Hier steht mir ganz versteckt. Noch eine Trinidad Gold. Die hat aber nicht allzu viele bunte Buds gemacht, aber immerhin ein paar Albino Buds sind da drunter, die man ahnen kann. Und die Blacke, die ist natürlich Hammer. Ne? Ich muss da gleich auch nochmal gucken. Dass ich ein bisschen was für den Hauptplatz raushole. Die sind hier bald dick und droht die Gefahr, dass die anfangen zu schimmeln. Ja, so wie hier. Da hat auch eine Raupe rumgefressen. Und wenn es jetzt feucht wird, dann schimmeln die natürlich. Ja, nochmal die Trinidad Gold. Hier wo ganz runter hängt. Hier wieder die Riesentagetes. Hinten stehen mexikanische Wunderblumen. Das ist die Baumispel. Hier unten drunter steht, glaube ich, noch Amaranth. Ne? Ist das wahrscheinlich ein bisschen Ähnlichkeit mit Cannabis, aber das sind halt die Windbestäuber. Hier steht noch eine Kiwi da. Die ist auch so ein Jahr jetzt alt. Und von hier der Seite ist die Trinidad Gold ein bisschen bunter geworden. Da kann man also schon ein bisschen was besser sehen. So, hier ist jetzt nochmal zurück, dass man das im Ganzen nochmal sehen kann.
Ja, und jetzt hier nebenbei nochmal eine Blueberry Einfachblatt Hybrid aus Hopfenmännchen und Cannabis. Hier steht auch noch was Leckeres, aber auch irgendein Hybrid, der von vor das Jahr durchgekommen ist. Man sieht also unten ein bisschen den verholzten Unterstamm. Und hier ist auch nochmal Blueberry Einfachblatt. Ebenfalls die gleiche Hybrid, die Schwester davon. Er hat nicht ganz einen guten Standort gehabt. Ja, schöne Tricolor-Winde, ne? So, dann schönen Abend noch.